Du wirst gleich sehen. 5 Minuten neulst du hier. Und Paul, wie geht's dir? Ah, müde bin ich ein bisschen, aber sonst alles gut. Wir haben heute einen ehemaligen Trainingskollegen oder einen Trainingskollegen beim Umzug geholfen, weil er zieht bezüglich der Liebe nach Dortmund. Was auch immer man in Dortmund will. Und ja. Vielleicht kann die nur vielleicht kann die einfach schlecht Deutsch. Und er hat ihr halt gesagt Dortmund. Mhm. Nee, haben wir halt dann noch ein bisschen geholfen, ein paar Sachen in Umzugstransporter zu laden. Und ja, habe ich meinen Chef, oder mein Chef sei schon, mein Trainer wieder heimgefahren. Dann habe ich da noch Abendessen dürfen. Du durftest Abendessen, das klingt auch gut. Das ist da, ja. Die haben mich halt eingeladen. Und da komm, bleib noch zum Essen. Ich so, okay. Ja. Habe ich mit seinem Sohn ein bisschen trainiert. Ich meine, einen Vierjährigen kann man jetzt schon mal ein bisschen beibringen, was zu machen. Du hast einen Vierjährigen verprügelt, sagst du einfach. Da habt ihr noch Geld bekommen. Schön wär's. Das ist ja mein Traumjob. Mhm. Das war der Grund, warum ich kein Kindergärtner werden durfte. Hast du die Schlagzeile gelesen, was Disney jetzt momentan wieder verkackt hat? Nee, was? Also was heißt verkackt? Ich find's unglaublich dreist, aber irgendwie überrascht's mich auch nicht. Und zwar ist da jetzt in irgendeinem Disneyland, ich glaube San Francisco, ist auf jeden Fall USA, ist da jetzt eine Frau gestorben an einem anaphylaktischen Schock. Ja. Obwohl die Mitarbeiter vom Lokal, obwohl sie mehrfach von ihr darauf hingewiesen wurden und sie die Mitarbeiter unter Zeugen auch mehrfach gesagt haben, ja, das kann sie essen, da ist nichts drin, was Spuren von Nüssen oder sowas enthält. Okay. Und kurz danach, als sie dann in so einem Merch-Bereich waren, hat sie dann halt einen Schock erlitten und ist trotz Gabe vom Medikament gestorben. Und der Mann hat natürlich jetzt Disney auch verklagt. Mhm. Und Disney beruft sich jetzt auf eine Klausel von den AGBs, da der Mann letztes Jahr im September Disney Plus Abo abgeschlossen hat, hat er kein Recht, Disney zu verklagen. Was? Und tatsächlich muss in den AGBs irgendwo was drinstehen. So widersprech von der Formulierung, wenn sie Disney Plus nutzen, dann dürfen sie sich mit Disney nur außergerichtlich einigen und dürfen keinen Rechtsstreit gegen Disney machen. Egal in welcher Form. Ja, egal in welcher Form. Und Rechtsexperten sind da jetzt wirklich dran und sagen, ja, im Endeffekt, wer Disney Plus hat, bestätigt Disney, dass man, auch wenn jemand tödlich zu Schaden kommt, nicht gegen sie vorgeht. Ja. Und jetzt wird halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, geguckt, ob das überhaupt rechtens ist, was die da gemacht haben. Also es wird erstmal per Gericht entschieden, ob der Mann überhaupt das Recht hat, Disney zu verklagen, weil er ja Disney Plus nutzt. Wow. Also ich weiß echt nicht, was ich da noch sagen soll. Das ist ein neues Level von Dreistigkeit, finde ich. Mhm. Das ist schon Hammer. So, bist du auf der 1? Momentan ja. Es gefällt mir nicht, dass du das so sagst. Okay. Ich weiß nicht, hast du einen blauen Panzer oder was? Nö, schon nicht. Hätte ich gefragt, nachdem er eingeschlagen ist. Alter, ich bin sogar Erster. Ja. Ich bin so im Schock gerade, dass ich Erster bin in unserer ersten gemeinsamen Runde. Sehr gut. Paul bei Benden den Stream an der Stelle. War schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Nein, besser wird's für mich nicht mehr. Yeah. 0 Punkte Tanz, yay! Ich bin immer noch in so einer gewissen Schockstarre hier gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll. Eine Schockstarre? Ejakuliert man noch vor Freude oder ist das inzwischen out? Nee, da ist keine Kamera an. Also, gib ihn. Hallo Kamera. Hast du jetzt gesagt, du hast keine Kamera an oder mach deine Kamera an? Was? Wenn du keine Kamera anhast, gib ihm. Ah. Gib ihm hart.
Also muss man mit dieser blöden Hitze langsam aufhören, ich hab keinen Bock mehr. Bei mir regnet es und es ist windig. Ich ja, irgendwann soll es halt auch noch regnen, aber irgendwie kommt kein Wind. Ich hab schon alles offen, damit es durchlüftet, aber irgendwie kein Bock drauf. Und ach, ich hab keinen Bock mehr auf die Zeit, dass ich 2 bis 3 T-Shirts am Tag brauche. Richtig nervig einfach. Du machst nichts, du sitzt da und schwitzt einfach, als hättest du 3 Stunden Sport gemacht. Wo ich mir wünschen würde, ja, wenn ich 3 Stunden Sport gemacht hätte, wäre schön. Ja, schön, wenn du wenigstens durch 3 Stunden rumsitzen den Effekt von 3 Stunden Sport hättest. Ja. Ich bin müde, weil wir noch ein Wrestling-Event mitten in der Nacht angeschaut haben. Ein Wrestling-Event, jetzt müssen wir es mal erklären, was ist das genau? An sich Brazilian Jiu-Jitsu. Nur ohne Anzug, also in kurzer Hose und T-Shirt. Ich dachte nackt. Aber weiter? Ja, und natürlich allgemein Grappling, weil halt nicht nur diese Jiu-Jitsu-Sachen oder Judo-Sachen reinfließen, sondern auch ringerische Sachen. Also dieser Überbegriff. Diese ganzen ringerischen und bodenkampfmäßigen Sportarten. Und ja, da hat halt einer die Welt gestartet, wo die Leute 1 Million gewinnen können. Wow. Pro Gewichtsklasse. 2 Gewichtsklassen. Mal für den Anfang gemacht und es lief oder läuft halt gestern und heute kostenlos gut, weil das Amis sind und halt immer mitten in der Nacht. Und gestern ging es halt um 0 Uhr los, da habe ich dann gesagt, okay, wer Bock hat, wir schauen uns in dem Studio gemeinsam an. Davor trainieren wir halt ein bisschen zum Spaß. Und wenn er halt erst um 3:30 dann nach Hause fährst, weil einfach todmüde, oder alle todmüde sind, obwohl das Event noch lange nicht vorbei ist für den Tag. Ja. Na gut, wir sind auch im Alter, wo man sowas nicht mal gut wegsteckt, muss man einfach sagen. Das stimmt, ja, und dann halt um 9:30 wieder aufgewacht, weil ich wusste, um 3 muss ich halt im Umzug sein zum Helfen. Oh, so Sachen. Ja, und das schaue ich mir dann immer wieder mal bei Gelegenheit die Kämpfe nachträglich an. Das Event von letzter Nacht ging halt fast 10 Stunden. Boah. Ich bin jetzt bei knapp 7, also. Gut, ich habe natürlich die 4,5 Stunden nicht nochmal angeschaut, die ich jetzt schon gestern erlebt habe. Ist auch klar. Ja, und heute Nacht ist dann nochmal ab 2 Uhr geht es im zweiten Teil weiter mit dem Event, mit den ganzen Finalrunden und 2 Superfights. Und ja. Da einigen die sich halt außerhalb des normalen Turniermodus auf dem einzelnen Kampf. Das eine, also das andere mit den 2 Gewichtsklassen ist halt ein Turnier von jeweils 16 Leuten. Die haben da gestern die ersten 2 Runden gekämpft, heute die letzten 2, also Halbfinale und Finale noch. Die sind noch auskämpfen. Und dann kommen eben noch 2 Superfights, also die einigen sich auf einmal eine Gewichtsklasse, wenn es ist. Und dann halt haben die nur einen Kampf. Die Leute. Ja. Und der kämpft unter anderem Mann gegen eine Frau. Und die Frau ist aber 1,95 groß und ungefähr 100 Kilo schwer. Aber durchtrainiert. Und der andere Typ, der ist halt auch der Veranstalter von der ganzen Reihe. Der ist sich 1,85 und wie. Vielleicht 90 Kilo oder so. Maximal. So. Schauen wir mal. Gut, man muss dazu sagen, der Veranstalter ist in Australien und Australier haben hier einen Schäferchen. Was willst du erwarten, wenn du aus einer Gefangenenkolonie kommst? Ja. Was ist eigentlich in der Runde hier los? Ich werde nur weggepumpt.
sehe schon Flo spätestens. Wenn wir in Island sind, musst du aber mitkommen zum Training. Du weißt, was ich da mache. Hm. Ja. Ja. Mitleid bin. Mein siebter Mensch. Trotzdem bist du vor mir. Was soll denn das heute? Ja gut, das wird sich im Laufe der nächsten halben Stunde auch sowas von ändern. Sag dem Laufe! Mensch, hör mir doch zu! Was soll denn das hier werden, wenn du mir nicht zuhörst? Schatten gehst, bist du ein schattiges Plätzchen? Ach, was hast du Metallglob geschickt? Keine Ahnung, irgendwas mit. Ja. Ich habe auch was richtig Böses jetzt vorhin gehört, aber das geht nur, wenn man sich die letzten 10 Jahre mit der Popmusik beschäftigt hat, den ganzen Drumherum. Soll ich trotzdem bringen? Okay, was ist das Einzige, was eine schöne Frau schlägt? Chris Brown. Sehr gut. Soll ich dir erklären, warum? Okay, du kennst Rihanna, oder? Gut, und die war mal kurzzeitig mit Chris Brown zusammen, war auch so ein R&B-Sänger. Genau, und... Das war Rihanna. War unter anderem Rihanna. Deswegen. Das Einzige, was eigentlich für eine Frau schlägt. Chris Brown. Hätten wir gern geschickt, aber ich wusste halt nicht, dass wir zusammenhang hätten. So war es klar, dass wir es zu schicken. Jetzt! Warum werde ich denn hier so mit uns gefickt? Echt! Seht doch, wie es Kleidcreme und sanft. Ohne Witz. Minuspunkte. Warum? Ach ja, weil ich in so einer Lutscher-Lobby drin bin, wo alle weniger Punkte haben als ich. Und daher kriege ich nur Minuspunkte oder Null. Geil! Mann! Nintendo, euer Ego-System ist scheiße. Keiner versteht's? Und dann ist es auch noch mega unfair. Mhm. Wer an so einen Scheiß glaubt, der glaubt auch drum, dass die Kacke, wenn man sie runterspült, nach Australien fließt. Und deinen Arsch zurück. Was?
Nee. Klingt schrecklich. Das ist dieses YouTube-Ding, wo die aus den Leuchtfeldern stehen. Ah, okay, dieses Format kenne ich dann auf jeden Fall. Nur habe ich noch nie bewusst angeschaut, weil. Überholt. Nice. Und minus 20 Punkte oder so ein Scheiß bekomme ich. Minus 5, geil. Ach komm. Ja. Ach komm. Mhm. Verbrennt sie dann bitte. Ich glaub daran noch, was sie vor 400 Jahren war. Flo, bitte. Hallo? Nö, gerade nicht. Das vorhin hast du mal für 2 Minuten gut. Ich weiß nicht, was du mit deinem Mikrofon machst. Ja, sehr einfach. Super gut würde ich es nicht bezeichnen. Ich muss mal rauschen und knacken.
Nein. Ach nee, du Depp. Welche Leute sind denn nur dumm? Florian, du bist mal mitgefahren. Ja. Warum legst du dein Panzer im Platzschutz aus dem Kind? Jetzt getroffen werden. Ich habe vorhin so zweimal erwischt. Aber ja, geht da. Plus ein Punkt! Zu gütig, Nintendo! Zu gütig! Mensch. Jetzt funktioniert's wieder. Hm. Okay. Sag mal was. Ja, was? Ja, besser. Niemand. Oh, kleiner Pflanzenbucht. Will ich angeben, aber morgen schaue ich mir Deadpool nochmal an. Ja, doch. Andere Trainingskollegin hat gesagt so, hast du den schon gesehen? Ich so, ja, aber ich würde ihn gerne nochmal sehen. Dann lass uns ihn am Sonntag anschauen. Ich so, okay. Dann machen wir das. Na, du verlauster Affe, wie ist daheim, ha? Warm. Joshi auf dem Mini-Roller neue Meta oder was? Der hat ein Kind, der hat einen Doppelkinderberg! Das ist ein Halt, das ist auch schon alt. Meine Jüngste. Ich hab gestern, für ein Let's Play ein paar Folgen aufgenommen von diesem Trepang 2. Was? Trepang, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ist ein Trepang! Keine Ahnung. Kann sein, das ist ein chinesisches Spiel. Glaube ich. Asiatischer Entwickler, meine ich. Hast du mal die 4-Reihe gespielt? Ich habe mal den dritten Teil und Kumpel, als er damals rauskam, glaube ich, gespielt. War richtig schrecklich. Ja, das stimmt allerdings. Der erste und zweite sind gut. Ja. Vor allem der erste war halt echt. Okay, ja, das ist so ein geistiger Nachfolger. Er orientiert sich dran. Also, das ist halt auch, du bist ein Supersoldat mit übernatürlichen Fähigkeiten, Zeitlupe und alles, die eigen und zerstörbare Umgebung und alles. Also, es ist schon mit 4. Wie 4 halt damals angegeben hat. Auch intelligenter Feind-KI und halt übernatürlichen Sachen. Ist aber eine komplett eigene Story, aber es ist halt schon 4 inspiriert und es ist richtig gut, macht richtig Spaß, muss ich sagen. Die Kämpfe sind super, diese übernatürlichen Dinger, also ich grusel mich da zu Tode, obwohl es gar nicht so schlimm ist an sich. Ja. Und sie haben auch viel Abwechslung eingebaut, muss ich sagen. Es hat mich eigentlich sehr überrascht, also im Positiven. Mhm.
Aber jetzt, gestern hatte ich eine Mission. Ich war kurz davor, das Let's Play abzubrechen. Weil genau ein Abschnitt, den ich absolut verabscheue, musste ich auf einmal spielen. Ja. Und ich hab's nicht so ganz verstanden. Du kennst doch bestimmt noch den Slenderman. Mhm. Da war doch mal eine Zeit lang so dieses Internetphänomen. Ja, ziemlich lange, ne? Also jo. 2011, 12 so richtig stark. Ja, ja. Da kamen ja so viele Spiele dann mit dem Slenderman auch raus. Ja, ja, irgendwelche Mods. Ja. Auf jeden Fall, momentan sind ja so die, die Backgrounds, oder wie die heißen, dieses Phänomen. Aber ich verstehe die auf Teufel komm raus nicht. Ja, das sagt mir nichts. Escape the Backrooms, das ist auch, du bist da, also das ist eigentlich immer dasselbe, es ist, du bist in so ein, in einem Abschnitt, wo irgendwas ist und da hast halt irgendeine Voraussetzung. Da, ich sehe da so viel Shorts, da läufst du durch so Räume wie so ein riesiges Schwimmbad und wirst von so einer Schlange verfolgt, die halt auf deine Stimme und alles reagiert. Dann ist ein anderes, wo du von schwebenden Gesichtern verfolgt wirst. Also, ganz komisches Zeug. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Da muss es hunderte von Sachen geben. Also, okay. Ja, ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Auf einmal war ich in dem Spiel, in diesen Backgrounds. Mhm. Und ich hasse sie wie die Pest. Backgrounds ist, was soll das heißen, Backgrounds? Oder Backrooms, nicht Backgrounds, Backrooms. Also, okay. Escape the Backrooms heißt das Spiel. Mhm.